Om Namah Shivaya. Ich heiße euch sehr herzlich willkommen und habe mir gerade gedacht, das Schöne an den Smartphones ist, dass man die Meister auch hier drin haben kann, nicht? Und sie dann auch aktivieren darf und dann sind sie auch da, nicht? Mit ihrer yogischen und schamanischen Weisheit und die Absicht, mit der wir uns den Dingen widmen, ist wichtig. Die Ausrichtung, Sankalpa Shakti, die Entscheidung, die ich treffe. Gut, da wir hier zu Gast sind bei Swami Shivananda im Shivananda-Saal, würde ich vorschlagen, dass wir für den Shivananda erstmal singen, weil der Shivananda war einer meiner ersten Meister und auch einer meiner ersten schamanischen Meister, da er der Meinung war, Himalaya is my father and Ganga is my mother. Nicht? Und das ist eine sehr, sehr starke yogische Aussage, aber natürlich auch eine sehr starke schamanische, dass wir von der Natur kommen und dass die Berggeister unser Vater sind und natürlich der Vater Himmel und Vater Sonne und Mama Wasser und Mama Mondin und Pachamama, also die Mutter Erde sowieso. Nicht? Das heißt, wir sind von den spirituellen Ahnen abgestiegen und sind wir nur verkörpert für eine Weile. Nicht? Und das ist natürlich der Swami Shivananda, der uns hier zu Gast hat bei diesem Kongress. Shivananda, Shivananda, Shivananda Pahimam, Shivananda, Shivananda, Shivananda Rakshamam. Zusammen. Shivananda, Shivananda, Shivananda Pahimam, Shivananda, Shivananda, Shivananda Rakshamam. Shivananda, Shivananda, Shivananda Pahimam, Shivananda, Shivananda, Shivananda Rakshamam. Om Guru, Om Guru, Om Guru Pahimam, Om Guru, Om Guru, Om Guru Rakshamam. Om Guru, Om Guru, Om Guru Pahimam, Om Guru, Om Guru, Om Guru Rakshamam. Shivananda, Shivananda, Shivananda Pahimam, Shivananda, Shivananda, Shivananda Rakshamam. Shivananda, Shivananda, Shivananda Pahimam, Shivananda, Shivananda, Shivananda Rakshamam. Om Guru, Om Guru, Om Guru Pahimam, Om Guru, Om Guru, Om Guru Rakshamam. Om Guru, Om Guru, Om Guru Pahimam, Om Guru, Om Guru, Om Guru Rakshamam. Ja, Om Namah Shivaya nochmal. Manchmal werden Yoga und Schamanismus als zwei getrennte Disziplinen betrachtet, was nicht wahr ist.
weil sie dem gleichen Ursprung hervorgehen, also aus der gleichen Quelle stammen. Und der Shiva, der auch Urvater vom Yoga ist, als Yoga Ishvara, Yogeshvara Shiva, ne? Das ist einmal der Vater vom Yoga. Und wenn, die meisten von euch sind Yogalehrer und wissen, dass Shiva und Parvati erstmal das Paar waren, was die erste Beziehung zwischen Lehrer und Schüler darstellten. Und als Yogeshvara ist natürlich der Shiva der Vater vom Yoga. Und gleichzeitig ist der Shiva aber auch der Urschamane. In Formen wie Bhairava Shiva und Rudra, Nilakanta und vor allen Dingen der Pashupati Nath, also der Herr der Tiere in Nepal, wo ich mich auch öfter aufgehalten habe zu yogischen und schamanischen Zwecken, gibt es einen wunderschönen Tempel, der heißt eben Pashupatinath, also Shiva, als Herr der Tiere. Nicht? Und da ist der Ursprung, nicht, von Yoga und von Schamanismus. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Sachen zusammengehören, nicht? Und dass es letztendlich auch darum geht, Dinge zu verbinden. Nicht? Warum ich das erzähle, wo es um die Weisheit des Herzens geht, das ist die Verbindung schaffen. Und das Herz, das ist unsere Mitte, ziemlich genau, und aus der schamanischen Sicht speist sich das Herz aus der oberen Welt, also aus dem Heiligen, aus dem Sakrum, aus dem Vater Himmel und Vater Sonne, und das Herz speist sich natürlich aber auch von Mutter Erde. Nicht? Und da, wo sie zusammenkommen, in dieser Communion Divina, also in dieser göttlichen Verbindung, findet auch die Hochzeit statt. Und darum sagen auch immer gerne die Schamanen, dass im Herzen findet die heilige Hochzeit des Selbst statt. Und das Herz wird für die Yogis und für die Schamanen als das Zentrum betrachtet, nicht nur im somatischen Sinne als ein Organ, sondern im spirituell-energetischen Sinne als der Sitz von Weisheit und von Heilung auf verschiedene Art und Weise. Und das Thema von unserem Kongress ist ja Weisheit und Dynamik. Und wir haben hier viele schöne Sachen schon gehört über Weisheit, über Wissen, und über die Unterscheidung auch zwischen dem intellektuell-mentalen Vorgang und auch Anhäufung von Informationen, von akademischen Zusammenhängen und so weiter und so fort. Und darüber hinaus natürlich auch über die Weisheit. Und in Sanskrit haben wir verschiedene Begriffe auch dafür. Einmal haben wir Vidya. Vidya, das ist das Buchwissen und das ist Studium. Und das ist auch Erforschen und die Logik benutzen, um verschiedene Zusammenhänge zu erfassen. Nicht? Und dann haben wir darüber hinaus Jnana, die Weisheit, und natürlich auch Vijnana. Das heißt, die Weisheit, die ich lebe, die ich verwirklicht habe. Nicht? Was nützt mir viel Buchwissen, wenn ich nicht in der Lage bin, das umzusetzen und es auf die Erde zu bringen? Und darum ist für die Schamanen die Mitte, also die mittlere Ebene, Bhumi Loka in Sanskrit, das ist unsere Erde, das ist da, wo wir das auch verwirklichen. Nicht? Einmal das, was wir vom Vater Himmel bekommen, an Information, an Wissen, und das, was wir von der Mutter Erde bekommen, an Erfahrung. Und da, wo es zusammenfließt, das ist wirklich das Wissen, was ich auch gut leben kann. Und um das gut auch umzusetzen und anzuwenden, brauche ich mein Herz, brauche ich mein spirituelles Herz. Nicht? Ich und mein Mann, ich habe einen peruanischen Mann, wir sind sehr oft in Peru und fahren auch jedes Jahr mit unseren Schülern, mit einer Gruppe, zu den Heilern, zu den Schamanen nach Peru. Und muss ich jetzt gerade daran denken, als wir jetzt dieses Jahr in Peru wieder waren, bei den Schamanen im Regenwald, sind wir angetroffen mit unserer Gruppe, und da gab es einen jungen Mann aus Argentinien, der von den Schamanen geheilt wurde und war doch schon länger, der war 3 Monate fast schon da im Dschungel und hatte sich geheilt auf verschiedenen Ebenen. Also primär war das sein Drogenproblem, was er da heilen wollte, aber der Drogenkonsum ist natürlich nur ein Symptom, ne? Das ist nur etwas, was da ist
Aber dahinter ist natürlich eine Geschichte und dahinter ist auch eine Verletzung. Und eine schamanische Zeremonie im Urwald hat verschiedene Komponenten. Und das ist die bestimmte Diät, die man einhält, das ist die Arbeit mit den Pflanzen, das sind Meditationen, das sind Zeremonien und so weiter und so fort. Das heißt, es geht lange, nicht? Und für einen westlichen Menschen ist es natürlich sehr anstrengend, weil er gewohnt ist, aus dem Intellekt heraus schnell Schlüsse zu ziehen und schnell machen zu wollen, um schon zum Nächsten zu kommen. Nicht? Und je schneller er macht, desto langsamer werden auch die Natives und weisen dich darauf hin, dass du erstmal ankommen musst in deinem Herzen. Das ist das Wichtigste letztendlich, weil da findet die Heilung statt. Dann kommt die Heilung natürlich in die anderen Schichten, bis im Annamaya Kosha, also auf die grobe Ebene ankommt. Und da kann ich mich erinnern, als wir da ankamen, war der junge Mann, der sehr belesen war und sehr klug und sehr weise, war ein Student, hatte unseren Hauptschamanen aufgesucht mit einem Stapel Bücher, kam er da an. Und meinte, Maestro, ich habe was für dich. Hier steht was über Ayahuasca und hier über San Pedro und hier über die Pflanze und Chacruna und noch die Vögel, die hier leben und dies und jenes. Und stand da mit den Büchern und der Schamane hat sich das dann so angeguckt und meinte, gut. Und dann auf einmal hat er diesen ganzen Stapel beiseite geschoben und ihm gesagt, vergiss erstmal die Bücher. Olvídate de los libros, mira tu corazón, escucha tu corazón, escucha la selva. Vergiss erstmal die Bücher, höre auf dein Herz und höre dem Regenwald zu. Und die Bücher machst du dann wieder, wenn du daheim bist. Hier geht's um, der war da gar nicht beeindruckt von diesem Ganzen, was die Alkaloide und wie sich das so. Das ist alles okay, nicht? Aber du bist hier für die Erfahrung des Herzens, für die Weisheit des Herzens. Das ist das Entscheidende. Was will mein Herz? Warum bin ich hier? Wo komme ich her? Wo will ich hin? Und was ist mein Dharma? Was ist meine Berufung? Was ist das, was mein Herz will? Das ist die Weisheit von Yoga und auch die Weisheit von Schamanismus. Nicht nur Anhäufen von Informationen und von Buchen, das ist alles in Ordnung. Und ich bin jetzt ein bisschen hier spöttisch, könnte man sagen, nicht? Weil wir in der westlichen Welt leben und hier ist der Intellekt und Studium, das ist so das goldene Kalb, nicht? Was alle verehren und alles. Nicht? Das ist in Ordnung, aber wir haben natürlich noch eine andere Art von Wissen und das ist dieses, was hier ist und das ist nicht Buchwissen, sondern die Weisheit des Herzens, das ist eine andere Art von Wissen und wenn ihr in die Länder geht, wo die Menschen noch nicht so verköpft und durchorganisiert sind, dann werdet ihr die Erfahrung machen, die haben eine ganz tiefe Lebensweisheit. Eine meiner besten Lehrerinnen in Nepal, die Maile Lama, ist eine nach westlichen Maßstäben Analphabetin. Das ist eine Frau, die nicht lesen und nicht schreiben kann, aber sie kommuniziert mit den Pflanzen. Das ist eine andere Art von Wissen, was sie da bekommt. Wissen, was verwirklicht dann zur Weisheit wird, weil sie die Pflanzen anwendet. Wir unterhalten uns mit Energie, weil sie spricht nur Nepali und ein paar Brocken Englisch und keine andere Sprache, aber das ist nicht wichtig. Nicht? Weil die sieht dich und macht einfach einen energetischen Check und vor allen Dingen guckt sie, wo ist dein Herz, was will deine Seele letztendlich, nicht? Weil das, was sich somatisch abspielt und was sich auch mental abspielt, das ist nichts anderes als einfach nur ein Hinweis, dass in dem Herz, in der Seele irgendetwas nicht mehr stimmt. Dass du von dem Kurs abgekommen bist, dass du rausgefallen bist letztendlich aus dieser Verbindung mit Gott und aus dieser Verbindung mit Mutter Erde. Und das sehen wir überall. Wir sind hier jetzt eine wunderschöne Glocke, nicht? In einer heiligen Welt, in einem tollen Ambiente, wo es bewusste Leute gibt, nicht? Aber wenn du draußen bist, dann brauchst du nur zum Bahnhof zu fahren, nicht? In große Städte, dann weißt du schon Bescheid, wie es um die Erde steht. Nicht? Warum ich das erzähle, ich habe viele Jahre in der Drogenhilfe gearbeitet und arbeite auch therapeutisch mit psychisch kranken Menschen. Und das ist Signus Tempori, das ist das Zeichen unserer Zeit, die Abtrennung von dem, was wirklich wichtig ist, die Verlagerung nach außen und darüber hinaus natürlich verschiedene Arten von Krankheiten,
die ein Hinweis sind, du bist aus der Ordnung gefallen. Es geht nicht mehr um den Kurs, der dir von Gott letztendlich zugedacht war. Nicht? Weil die Schamanen und die Yogis sagen auch immer sehr schön, dein Herz weiß Bescheid. Nicht? Und das ist auch diese schöne Form, die du bekommst, Purusha, da wo du dich hineinentwickeln darfst, von Gott gesehen. Nicht? Und diese Form gibt es. Du bist nicht hier zufällig und du hast auch Gaben und Talente und wunderschöne Sachen, die in deinem Herzen angelegt sind. Und es liegt an dir, das wirklich auf die Erde zu bringen und es auch zu glauben und überzeugt sein, nicht, dass es so ist, nicht nur vom Intellekt her, sondern vom Herzen her, das richtig zu spüren. Nicht? Und diese Art von Erfahrung ist in der Tat Weisheit. Und dein Herz hat dich schon xy-mal in deinem Leben gefühlt, auch wenn dein Kopf vielleicht gesagt hat, nee, das machen wir anders, nicht? Oder da Liebe, sich nicht verlieben, das gibt nur Stress. Nicht? Aber dein Herz weiß, ja, da ist was für mich und da ist ein Versprechen. Da ist ein Versprechen des Ankommens und da ist ein Versprechen der Heilung und der Liebe. Nicht? Weil da, wo zwei Liebende zusammenkommen, da entsteht natürlich ein Raum. Ein Raum der Zuneigung, ein Raum des Ankommens letztendlich. Und das ist auch das innere Zuhause. Ich habe jetzt für nächstes Jahr ein neues Seminar konzipiert, das nennt sich Innere Heimat. Ich habe viele Jahre mich befasst mit Trauma und mit Abtrennung und mit Leid, verschiedene Art und Weise und habe auch viele Jahre das Seminar Ahnen und Heimatlos sehr erfolgreich unterrichtet und waren immer viele Leute, die immer noch an den Folgen, nicht von Flucht, von Vertreibung, nicht nur in unserer Zeit, aber von den zwei letzten Kriegen noch sehr gelitten haben. Und jetzt ist der Switch, ja, das ist wahr, ne? Und das hat stattgefunden, aber wir haben es in der Hand, was machen wir daraus? Und wir können natürlich in uns innere Heimat kreieren, im Herzen. Was brauchen wir dafür, damit wir wirklich ankommen? Nicht? Und das ist sehr beglückend auch, dass wir trotz Verletzungen und trotz Traumata, was unser Herz auch beeinflusst natürlich, ne? Weil das sind Teile unserer Biografie, aber wir können auch aus dem verletzten Herzen was Gutes machen. Nicht? Und das ist die schamanische Alchemie, was ich auch hier in meinem Buch beschreibe, Reisen zum Selbst. Ein großes Kapitel ist die Wandlung des verletzten Herzens in etwas Gutes. Nicht? Und das ist in der Tat aus dem Dunklen, aus dem Verletzten, aus dem Traumatisierten Gold zu spinnen. Ne? Goldmarie und die Pechmarie, das sind wir bei den Menschen, haben wir das auch. Nicht? Und das können wir natürlich auch entscheiden, was gebe ich meinem Herz an Nahrung. Schön, meine Lieben. Gut, ich habe jetzt genug gesprochen. Ich würde, bevor wir auf die Reise gehen, mit euch noch eine Übung machen, damit wir ein bisschen das Herz öffnen auch und nicht nur wieder hier im Verbalen sind, sondern wirklich auch spüren. Und dafür brauche ich euch natürlich. Und zwar in einem Setting Zweiergruppen oder Zweierteams. Sucht euch einen Partner, eine Partnerin, der so neben euch sitzt. Und ihr wisst, es gibt keine Fremden. Der Eckhart Tolle sagt immer sehr schön, die Welt ist ein Wohnzimmer, wenn wir uns öffnen. Das heißt, du kannst einen Partner, eine Partnerin nehmen und dich so hinsetzen, dass du ihm gut zugewandt bist. Also nicht nur so halbherzig, da sind wir wieder bei dem Herzen, sondern wirklich face to face. Und dann kannst du die Augen schließen und die Aufmerksamkeit des Geistes nach innen richten. Dich erstmal ganz bewusst verbinden mit Mutter Erde, die dich jetzt trägt. In dem anderen Hochland sagen die Schamanen dazu Pachamama, so die Urmama, die Urmutter oder auch Gaia, der Durga Devi, die Mutter Erde. Und um gut geerdet zu sein, kannst du dir auch vorstellen, dass du Wurzeln schlägst, dass du Verbindung suchst zum Herzen von Mutter Erde.
dass die Mutter Erde, das ist nicht nur eine Kruste oder Steinformationen, sondern darunter ist ein pulsierendes, heißes Herz, heißes Lava, Leben, Kraft. Und dass du von dem Herzen von Mutter Erde jetzt die Kraft beziehst. Und du kannst diese Kraft der Erde auch ganz bewusst entlang deiner Wirbelsäule schicken, Sushumna Nadi, aufsteigend Richtung Kopf, bis zu deiner Krone. Und im Kronenchakra, Sahasrara, entfaltet sich dein tausendblättriger Lotus Richtung Himmel. Und du kannst jetzt die Entscheidung treffen, dich auch mit dem Vater Himmel und Vater Sonne zu verbinden. Und von der maskulinen Kraft die kosmische Energie zu beziehen, den Segen für deinen Intellekt, das ist auch der Sitz von dem Heiligen, vom Sakrum, von der oberen Welt, schamanisch gesehen. Und du kannst auch um einen Segen bitten für diese Übung gleich und dann später für die Reise zur Weisheit deines Herzens. Und dann kannst du in deine heiligen Mitte ausmachen, hineinspüren, wo ist mein spirituelles Herz? Hridayam, Hridayam Shakti, die Energie des Herzens. Und du kannst sicher sein, dass in deinem Herzen die Energie von Mutter Erde und Vater Himmel zusammenkommen. Und dann kannst du jetzt dein Herz fragen, in welchen Lebenssituationen ist es mir schon passiert oder passiert mir immer wieder, dass ich mich auf die tiefe Weisheit meines Herzens verlassen kann. Und die zweite Frage, wofür brennt mein Herz? Was ist meinem Herzen wirklich wichtig? Und dann kannst du langsam die Augen öffnen und Kontakt aufnehmen zu deinem Partner, zu deiner Partnerin. Augenkontakt, Seelenkontakt, Herzkontakt. Und vielleicht hast du Lust, in einem schönen Namaste deinen Partner, Partnerin zu begrüßen und ihm oder ihr zu sagen, mein Herz grüßt dein Herz. Gestaltet sich so logistisch, dass der eine erstmal spricht, ne, zu dem Thema, in welchen Situationen ist es mir schon passiert in meinem Leben, dass ich mich auf die Weisheit in meinem Herzen verlassen konnte und wofür brennt mein Herz, was ist für mein Herz wirklich wichtig. Und der andere hört einfach zu und ich mache danach einen Gong und das ist ein Zeichen. Jetzt werden die Rollen getauscht und der andere ist Sprecher, der jetzt gerade zugehört hat und umgekehrt.
Die Zeit läuft jetzt.
könnt ihr langsam wechseln. Derjenige, der jetzt gesprochen hat, wird zum Zuhörer und umgekehrt. Nochmal die Frage, wann kann ich mich auf die Weisheit meines Herzens verlassen und wofür brennt mein Herz? Die Zeit läuft jetzt. Yeah.
Wenn euch danach ist, ihm oder ihr sagen, mein Herz freut sich, dass du da bist. Im Deutschen so schöne Ausdrücke haben wie aus vollem Herzen, der herzlich, herzhaftes Essen. Und das Gegenteil natürlich herzlos und kaltes Herz, gebrochenes Herz. Geh aus mein Herz und suche Freud. Diese alten Lieder, das zeigt einfach, dass wir, wenn wir aus dem Herzen leben, da sind wir gut, da sind wir in der Mitte und da wissen wir, aha, da ist eine Instanz dahinter. Das ist viel, viel tiefer und viel, viel weiser einfach als nur das, was der Kopf. Der Kopf ist okay. Ich habe einmal einen meiner Meister gefragt in Peru, wozu ist eigentlich der Kopf da? So viel im Herzen und so viel in anderen Chakras und so weiter. Meinte, weißt du was, Kopf ist einfach da, zum Beispiel zum Kochen. Du musst ganz genau wissen, wie viele Zutaten und wie viel das, ne? Und wie du das, also für logistische Vorgänge. Und der Kopf ist natürlich ein tolles Navi, was dich zum Hause Yoga Vidya führt und so weiter. Du weißt ganz genau, wie man Auto bedient, das ist alles in Ordnung. Aber die Schamanen sagen auch immer gerne, die wirkliche Wandlung findet dann statt, wenn die Energie des Kopfes ins Herz fällt. Munai Ki. Ne? So, dass tiefe Liebe entsteht. Das ist die eigentliche Geschichte. Das ist die Kommunion. Weil nur aus dem Kopf zu leben, ist trockene Spekulation. Und nur aus dem Herzen zu leben, ist oft Fanatismus und Energie, die nicht geerdet ist, nicht? Das heißt, du brauchst beides. Und wenn das zusammenkommt, dann bist du wirklich, dann hast du ein gutes, weises Herz, was mit dich schlägt. Gut, wir werden gleich den Raum öffnen für die Reise. Und ich würde euch um Begleitung bitten. Da hinten haben wir schöne Instrumente und werde auch noch mal zu dem Ritual was sagen, was das ist. Vor allen Dingen für diejenigen, die zum ersten Mal sowas mitmachen. Im Schamanismus ist derjenige, der das Ritus ausführt, nie alleine, sondern verbindet sich im Yoga genauso. Wenn wir eine Yoga-Klasse geben, dann setzen wir uns hin, singen dreimal Om und dann Guru-Mantra und der Mantra an den Meister, was oft das Gleiche ist. Das ist nichts anderes als einen heiligen Raum öffnen für die Heilung. Weil die Yogastunde so gesehen, weltlich gesehen, das ist natürlich eine weltliche Angelegenheit, nicht? Aber spirituell gesehen ist es ein heiliger Akt, es ist ein Ritus, wo du dich verbindest mit Shankaracharya, mit den Meistern, die vorher da waren, natürlich bis zum Shiva zurück. Und so ist es auch im Schamanischen, dass der Schamane nicht nur einen Akt der Heilung bewerkstelligt, sondern dass er weiß, er ist ein Instrument und verbindet sich vor allen Dingen mit den Kräften der Himmelsrichtungen Ost, Süd, West und Nord, so haben wir das ungefähr hier, nicht? Und dann natürlich mit den Kräften der Unterwelt, mit den Wurzeln von Pachamama, mit den Kräften der oberen Welt und mit den Kräften der Mitte. Die Kräfte der Mitte, das ist Viracocha, der große Geist, der hier auf dem Altar präsent ist, aber die Kräfte der Mitte, das sind natürlich auch andere Wesen, menschliche Wesen und nicht-menschliche Wesen. Im Schamanismus ist alles heilig, nicht nur der Mensch, nicht, sondern die Schamanen sind der Auffassung, alle Wesensformen sind gleichwertig. So ein bisschen anders als im Christentum, wo der Mensch ganz oben steht. Im Schamanismus, darum ist der Schamane auch immer ebenerdig mit dem Stamm. Und er ist nie auf dem Altar, sondern er ist da. Da ist der schamanische Altar einfach in der Mitte. Gut, ich werde gleich die Trommel nehmen und sie erstmal ausräuchern, um sie auf das Ritual vorzubereiten. Und dann werde ich die Kräfte des Ostens rufen.
des Südens, des Westens, des Nordens und auch die Kräfte von Mutter Erde, von Vater Himmel, von dem großen Geist und von der heiligen Medizin der Erde. Nicht so wie ich das in meiner Tradition gelernt habe, dann werde ich die Kräfte der Unterwelt rufen, die Kräfte der oberen Welt und die Kräfte der Mitte. Und ihr seid eingeladen, euch gleich eine Trommel oder Rassel zu schnappen, um mich zu begleiten. Nicht, weil wir sind hier, um zu heilen, um wirklich auch zu erfahren in der Reise, die danach kommt, um nicht nur um zu konsumieren oder bespaßt werden oder so. Das ist oft in der heutigen Welt so, dass die Leute wollen unterhalten werden. Nicht? Aber wir sind hier natürlich in einem Yoga-Haus, wo es um Wandlung geht und um aktive Entscheidung. Ne? Sankalpa Shakti, ich entscheide mich für die Heilung. You're mostly welcome. Bitte schön. Kannst du kurz deine Augen schließen und die Aufmerksamkeit des Geistes nach innen richten? Und wenn ich gleich die Kräfte rufe, wie gesagt in den Richtungen Ost, Süd, West und Nord, kannst du mich gerne begleiten mit deiner Stimme, mit deinem Instrument und vor allen Dingen mit deinem Herzen.
Und dann kannst du dich hinlegen und dich auf deine Reise vorbereiten. Und ich würde auch bitten, die Lichter vielleicht ein bisschen zu dimmen, weil dafür brauchen wir das innere Sehen und nicht das äußere. Du kannst dich so hinlegen, dass es entspannt ist für dich, in Shavasana oder einer anderen Haltung. Das Licht wird jetzt gleich ausgemacht, so dass du ganz nach innen gehen kannst. Alles aus. Wenn du möchtest, kannst du auch deine Augen zudecken, um besser sehen zu können, also besser mit deinem Herzen sehen. Den Raum haben wir jetzt eben gemeinsam geöffnet, den Raum der Heilung, den Raum der Wandlung. Und gleich wird die Trommel beginnen und die Absicht deiner Reise ist, in den heiligen Raum des Herzens zu gehen, um dein Herz zu fragen, was heilt mich? Oder was könnte mich heilen? Angenommen, absolut alles ist möglich. Und vielleicht magst du auch als Unterstützung deinen Meister, Meisterin rufen, dein Krafttier, dein Schutzengel, deine Ahnen, den Pflanzendeva, der dir zugewandt ist. Naturgeist, der dir vertraut ist, einen geistigen Führer oder Gott, in welcher Form auch immer, gleich Animus Anima, der weise Schamane, weise Schamanin, im Raum deines Herzens. Und die Reise ist wie jede schamanische Reise gut, heilsam, und absolut erfolgreich. Gute Reise.
Pachamamaini, pachamamaini, pachamamaya, pachamamakura. Taita inti aini, taita inti aini, taita inti limpiaha, taita inti kura. Pasita sanna, arma sita sanna, cuerpo sito sanna, arma sita sanna. Madre tierra curarai, madre tierra limpiarai, madre tierra sanarai, madre tierra ganarai. Medicina haini, medicina haini, medicina haini, medicina haini. Vielen Dank an die Mutter Erde. Vielen Dank an den Vater Himmel. Vielen Dank an die heiligen Pflanzen, an die heiligen Tiere. Vielen Dank an die Ahnenkraft. Vielen Dank an die heiligen Elemente, Erde, Wasser, Feuer, Luft, Äther. Vielen Dank an die Kräfte des Medizinrades, an die Kraft des Ostens, des Südens, des Westens und des Nordens. Vielen Dank an die Kräfte der Mitte, vielen Dank an die Kräfte der Unterwelt, der oberen Welt und den großen Geist. Vielen Dank an die Engel, Erzengel, Meister, Meisterinnen, Heiler, Heilerinnen, Yogis und Yoginis, Magier, Magierinnen, Zauberer. Vielen Dank an die Kraft der Heilung. Danke. Danke, danke. Muchas maestros, muchas gracias a los maestros sagrados, Don Benito Coriwaman, muchas gracias a Mitsarawa, Don Martín Muñoz, muchas gracias a Maestro Norteño Kokimori por su ayuda, por su apoyo, por su bendición, por su guianza. Gracias, gracias, gracias. Und dann kannst du noch deinem Herzen danken, für diese Erfahrung, die sich speist aus deiner Mitte und aus dem wissenden, intelligenten, kosmischen Feld. Aus den Kräften der Natur, aus den Kräften deiner Meister, die dich begleiten und anleiten und unterstützen, und aus den Kräften deines Spirits, die dich immer wieder auffangen, die dich immer wieder heilen und dir zur Seite stehen mit ihrer Weisheit. Und das ist auch dein Herz, dein unermüdliches Herz, was dich an Heilorte schickt, an die Kraftorte der Erde und auch zu weisen Menschen. Da spiegelt sich dein Herz wieder in diesen wunderbaren Begegnungen
in diesen Zusammenhängen. Und da ist auch Gott in der Form, die deinem Wesen am nächsten steht. Und bedanke dich immer wieder, die Möglichkeit, die du hast, aus dem Herzen zu leben, dein Herz zu heilen, und vertraue deinem Herzen. Castaneda schreibt sehr schön in den Lehren von Don Juan: Nur die Wege mit dem Herzen sind die Wege, die dich weiterbringen. Und für diese Wege lohnt es sich zu gehen, auch wenn du manchmal außer Atem bist. Und dann kannst du langsam wieder deinen Atem vertiefen. Zwei, drei kräftige, vollständige Atemzüge nehmen, so dass du wieder gut landest. Und dann kannst du, wenn du möchtest, kurz deinem Partner, deiner Partnerin erzählen, was du erfahren hast, um die Reise wieder zu erden. Und ganz einfach gucken, was passt, was lässt sich gut erzählen, sodass du stimmig bist mit deinem Herzen. Vielleicht hat dich etwas überrascht oder ist neu gekommen in einer neuen Form. Thank you.
Ja, leider ist unsere Zeit fast zu Ende und ich wurde vom Haus gebeten, dass wir pünktlich schließen, weil die Räume natürlich dann weiter benutzt werden. Und ich möchte euch noch bitten, euch bei eurem Partner, eurer Partnerin bedanken für diese schöne Erfahrung. Pachamama Sonkoikita Amachacho, sagen sie in den Anden. Also möge die Pachamama dein Herz beschützen und klären. Nicht? Das ist ein sehr, sehr schöner Satz, nicht? Weil die Völker, die da leben, in dem heiligen Inka-Tal, sind sich sehr im Klaren, nicht? Die Keros, dass die Weisheit von der Pachamama kommt und dass die Pachamama auch die Kraft hat, unser Herz zu klären und unser Herz zu segnen. Das ist ein sehr, sehr einfacher Gruß und das ist für mich auch immer wieder die total schöne Verwirklichung, dass die Völker, die der Pachamama sehr nahe sind, sehr einfaches und sehr tiefes Leben führen. Das ist nicht komplex und das ist nicht kompliziert, sondern einfach, aber tiefgehend. Nicht? So wie das Swami Shivananda auch immer so schön gesagt hat, es ist einfach für die Einfachen und kompliziert für die Komplizierten. Gefragt wurde, nicht? Ja, Vedanta und Yoga, das ist alles so. Ne? Und dann hat er gesagt, ne? Das ist einfach für die Einfachen und kompliziert für die Komplizierten. Und das passt natürlich sehr schön auch zu unserem Thema, ne? Herz und Verstand. Und wir fahren gut, wenn die beiden wirklich zusammenkommen, ne? Weil dann haben wir so den vollen Nutzen davon. Gut, noch in eigene Sache, weil ich auch von ein paar Leuten schon angesprochen worden bin. Es gibt dieses Buch, Reisen zum Selbst, Schamanismus im Alltag. Und ich muss gestehen, ich war noch sehr nachlässig, trotz mehrmaligen Ermahnungen vom Hause Yoga Vidya, dass das immer noch nicht im Shop ist. Weil da muss man sich wieder kümmern und das verschicken und so weiter und so fort. Aber das wird jetzt gemacht. Und wer das aber auch sehr schnell haben möchte, kann sich hier auf die Liste einfach setzen und ich schicke euch das einfach von zu Hause aus. Es lohnt sich, weil das sind kurze, prägnante schamanische Übungen, natürlich auch mit den Erklärungen dazu, so dass man das anwenden kann. Ich bin ein Mensch, der sehr pragmatisch ist, das muss für mich Hand und Fuß haben und praktizierbar sein im Alltag. Darum habe ich dem auch einen Titel gegeben, Schamanismus im Alltag, nicht? Weil wir sind alles viel beschäftigte Leute und keine hat Lust und Zeit für komplizierte Verfahren. Nicht? Das ist das Schöne am Schamanischen, dass es wirksam ist. Es sind ganz, ganz einfach, habt ihr gesehen, einfach die Trommel zu nehmen und in den Wald zu gehen. Eine super wirksame Technik, die nicht so viel erfordert. Oder das Rasseln. Das ist das erste Instrument, was ein Kind bekommt, wenn es in der Wiege liegt. Das heißt, das kann jeder. Und das ist natürlich auch wieder die ganz, ganz alte Geschichte in unserem limbischen System und im Herzen letztendlich, jetzt um das nicht wieder kompliziert zu machen, nicht, weil es einfach einen sehr, sehr archaischen Teil von uns anspricht. Gut, hier liegen noch die Flyer, ne, Info zu meiner Wenigkeit und die Termine 2020. Ich bin hier viel im Haus mit der schamanischen Ausbildung, auch im Westerwald, bundesweit und natürlich auch in Peru. Nicht? Gut, dann würde ich sagen, singen wir dreimal um, damit wir gut schließen. Für Körper, Geist und Seele, für die drei schamanischen Welten und natürlich auch für die Heilung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Oh. Sahana vavato, sahanau bhunaktu, sahaviryam karavavahai, tejasvinavaditamastu, mahavidvishavahai, om shanti shanti shanti, om.
Frieden, Frieden, Frieden. Om Bolo Satguru Shivanandam.